AfD. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie gerade mit Ihren ganzen Beiträgen und der intensiven Beschäftigung mit unseren Ansätzen zeigen, dass Sie selbst überhaupt keine Ideen und tragfähigen Konzepte haben. Sie haben mit Ihrer Politik zur massiven Altersarmut geführt, zu Hunderttausenden Pfandflaschen sammelnden Rentnern. Sie haben hier eine große Klappe. Nutzen Sie diese Zeit, Herr Zimmer, doch lieber, um sich mal zu überlegen, wie wir die von Ihnen verursachte Misere wieder lösen können. 380 Millionen waren in diese Tage 4.900 Arbeitsplätze bei Condor wert. 80.000 Euro vom Steuerzahler pro Arbeitsplatz. Hier mit diesem Antrag haben Sie nun die Möglichkeit zu zeigen, was Ihnen die Schicksale von Arbeitnehmern wert sind, die bei nicht so medial bekannten Firmen wie Condor arbeiten. Jenen, die von dem massiven Abschwung, den Sie mit Energiewende, erdrückender EU-Bürokratie und automobilfeindlicher Politik herbeigeführt haben, betroffen sind. Menschen, die teils nach Jahrzehnten beim gleichen Arbeitgeber nun aufgrund Ihrer Politik ihren Arbeitsplatz verlieren. Viele dieser Menschen haben lange eingezahlt in die Sozialversicherung, und es ist nun an der Zeit, ihnen den gebührenden Respekt für die geleistete Arbeit zu erweisen. Mildern Sie Ihren Aufprall ab, unterstützen Sie unseren Antrag und verschaffen Sie den Menschen so mehr Zeit, in wirtschaftlich schlechten Zeiten eine neue Arbeit zu finden. Das zu tun, ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft und des vorausschauenden Handelns. Über 30.000 Arbeitsplätze allein bei den Stammbelegschaften der Automobilindustrie sind in den letzten Monaten weggefallen. Bei den Leiharbeitern war es ein Vielfaches davon. Automobilzulieferer wie Neue Hallberg Guss, Eisenmann oder Weber Automotive sind pleite gegangen. Das sind allein 6.500 Arbeitsplätze von vor allem hochqualifizierten Arbeitnehmern. Halten wir die fähigen Ingenieure und Techniker im Land, unterstützen wir sie auf ihrem Weg durch die Arbeitslosigkeit nach Kräften. Wir müssen alles dafür tun, diese Leistungsträger unserer Gesellschaft im Land zu halten. All die exzellent ausgebildeten Arbeiter und Akademiker, deren Fachwissen weltweit oftmals führend ist, die braucht unser Land auch künftig als Basis unserer Wirtschaft. Unser Land steht am Scheideweg. Es gab in den vergangenen Jahren einen groß angelegten Angriff der Politik von Ihnen allen auf die Basis unseres Wohlstands. Es hilft nichts, wenn der Staat nun aber Millionen in die Hand nimmt, um ein paar tausend Arbeitsplätze bei Condor kurzfristig zu erhalten und auf der anderen Seite dann die Geschäftsgrundlage von Condor, nämlich das Fliegen, politisch massiv bekämpft wird. Sie müssen sich hier schon ehrlich machen. Entweder wollen Sie Flüge politisch bekämpfen, dann dürfen Sie kein Geld für Condor aufwenden, oder Sie wollen Condor retten, dann müssen Sie aber umgehend den politischen Kampf gegen das Fliegen einstellen. Sie alle von den Altparteien haben in der Vergangenheit mit Energiewende, Euro-Rettung, Masseneinwanderung, unqualifizierter und übermäßiger Steuer- und Abgabenlast zur jetzigen Wirtschaftskrise geführt. Es wurden viele Weichen falsch gestellt, aber wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Lassen Sie uns deshalb nun gemeinsam alles daran setzen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, die echten Fachkräfte im Land zu halten, indem wir jenen, die arbeitslos werden, eine längere Perspektive als bisher geben. Wir müssen natürlich noch viele weitere Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und dazu gehört auch, den irrationalen Kampf gegen das Automobil, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, endlich einzustellen. Lassen Sie uns gemeinsam die finanzielle Belastung der Bürger senken und eine gute Zukunft aufbauen. Das sind wir nämlich nicht nur unseren Wählern, sondern auch künftigen Generationen schuldig. Vielen Dank. Dr. Martin Rosemann, SPD.